Herzlich willkommen zur Anthem Gameplay Demo Deutsch. Dieses Video hat keinen Anspruch auf Professionalität, es soll lediglich einem Freund helfen, einen gewissen Eindruck vom Spiel zu erlangen. Daher werde ich das in zwei Teile teilen. Erstmal ein bisschen Theorie und dann machen wir einfach einen Run durch das Free Game und schauen uns so ein paar Sachen an, um das Spiel entsprechend zu demonstrieren. So, wir befinden uns hier in der Welt von Bastion und in der Stadt Fort Tarsis. Dies hier ist die Enklave der Freelancer. Lancer an sich sind Piloten, welche einen flugfähigen Ganzkörperanzug tragen. Und die Freelancer sind freischaffende Arbeitnehmer, die Aufträge annehmen, um in der Welt für die Auftraggeber diverse Dinge zu erledigen. Denn die Welt ist derart gefährlich, dass er mit einer Kampfrüstung deutlich besser fährt als einfach nur so zu Fuß. In jeder Stadt gibt es eine Enklave für die Freelancer, die eher lose organisiert sind und in dem Sinne sich einander nicht verpflichtet durch Gesetze, aber es gehört halt zum guten Ton und ein Freelancer, der sich nicht an die Konventionen hält, ist im Grunde keiner. Denn Freelancer sollen ja den Menschen helfen, indem sie die Aufträge annehmen und erfüllen. Da ist der soziale Aspekt untereinander umso wichtiger, denn zusammen überlebt es sich auch leichter. Die Enklave in Fort Tarsis ist relativ klein, weil Fort Tarsis selber auch nicht eine große Siedlung darstellt. Vermutlich wird in der Zukunft noch ein bisschen in der Stadt oder auch in der Enklave erweitert, das wird man sehen. Ich befinde mich hier auch vor einem Endgame, das war längst nicht immer so schön dekoriert. Ah, schönen guten Tag, hallo. Und während man das Spiel von Anfang an weiterspielt, wird langsam und allmählich hier alles nicht nur dekoriert, sondern auch aufgeräumt und entspricht auch eher der Vorstellung einer Enklave, in der sich die Freelancer zusammenfinden und eventuell auch untereinander Gruppen bilden. In der gesamten Stadt gibt es einige Punkte, wo man beispielsweise den wöchentlichen Allianzstatus oder hier die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Prüfungen, das sind was wie Challenges für Ingame-Währung oder auch Ressourcen, abfragen kann. Wir gehen jetzt mal direkt nach draußen. Und befinden uns auf dem Marktplatz im Zentrum des Forts. Der Marktplatz selber, genau wie die ganze Stadt, wird auch im Laufe des Spiels immer lebhafter, aufgeräumter. Während man, das sind nicht wirklich die Missionen, aber man kann mit Leuten reden und Ratschläge geben, denen dann hilft, sich besser einzuleben bzw. Geschäfte zu betreiben oder auch Innovationen durchzudrücken und so das Leben für alle zu verbessern. Das Wichtigste für das Gameplay an sich eigentlich ist diese Stelle hier, das ist die Schmiede. Man sieht auch dort markiert meinen derzeit aktiven Javelin, das sind diese Rüstungen. Es ist auch ein bisschen animiert, komplett mit Einstieg. Das nutzen wir gleich. Hier an der Schmiede kann man seine Javelins customisieren, was er schon sagt. Hallo? Neben dem Aussehen, wo man Rüstungsteile verändern kann, die Farbe oder auch beispielsweise statt einem, man sagt mal, glänzenden plastikähnlichen Überzug, könnte man auch iridisierendes oder Lackierung sauber metallic, was haben wir noch? Tafel, das sieht natürlich etwas abgenutzter aus, wem es gefällt. Ne? Es gibt aber auch Muster verschiedenster Arten. Blankes Metall, wenn es einem gefällt. Das hier beispielsweise wäre eine Ledervariante. Es gibt aber auch hier Gummischuppen, verschiedenstes. Da ist die Auswahl doch recht groß. Und das lässt sich dann auch entsprechend einfärben. Da wollte ich jetzt nicht allzu lange mit verbringen. Es gibt Animationen, beispielsweise für im Spiel selber, um mit anderen zu kommunizieren, oder auch diese schwungvolle Verbeugung oder dieses herzhafte Brüllen, wie es genannt wird.
als Grundanimation beispielsweise nach einem Spielerlebnis, wenn die Javelins aufgestellt werden und die Ergebnisse der Expedition, wie es genannt wird, für die Spieler dargestellt werden. Jeder Javelin hat im Grunde drei Hauptslots für, in diesem Fall wird es Angriffssystem und Treffersystem genannt. Das sind immer offensive Fähigkeiten. Bis zu zwei Waffen kann man mitnehmen. Es gibt ein Unterstützungssystem, das offensichtlich dann defensiv ist. Und bis zu sechs Komponenten, die diverse Verbesserungen oder gar weitere passive Fähigkeiten geben. Ich habe jetzt natürlich schon länger gespielt. Man sieht hier an der Liste rechts, die grünlich-gelben Einträge sind legendäre Ausrüstung, ist die höchste Wertung. Orange ist meisterhaft, ist ein Level niedriger. Der eine hier lila, es gibt derzeit noch keine meisterhaften und legendären Unterstützungssysteme, das kommt aber in ein paar Wochen, ist angekündigt worden. Das wäre in lila episch, darunter ist dann blau als selten, grün als ungewöhnlich und grau gewöhnlich. Das droppt aber allerdings für mich schon nicht mehr, weil mein Level entsprechend hoch ist. Dieser Javelin hier ist als der Interceptor benannt und der Fokus des Interceptors ist Nahkampf. Man kann natürlich auch trotzdem Fernkampfwaffen benutzen, muss allerdings die große Geschwindigkeit und Agilität gut ausnutzen, um notfalls aus dem Feuerkampf wieder rauszukommen, wenn es zu viel wird, denn die Fragilität dieses Javelin ist doch recht prägnant und im Vergleich zu den widerstandsfähigeren sehr deutlich. Es ist nicht meine Lieblingsklasse, ich würde sogar als meine wenigsten Lieblingsklasse betiteln, aber ich bin momentan dabei, die Ausrüstungs-Challenges zu erfüllen, um die Liste abzuhaken. Habe ich auch bald mit dem geschafft, bin auch ganz glücklich, dass ich den dann endlich nicht mehr haben muss. So. Demonstrieren andere Klassen, dann hätten wir beispielsweise noch den Storm, welcher eine Art Technomagier darstellt. Da er mit Elementarangriffen seine Gegner behaken kann. Er ebenfalls hat zwei Offensivsysteme, das sind das Sprengsiegel und Fokussiegel. Auch hier wieder Waffen. Das Stärkungssiegel ist in dem Fall die Defensivfähigkeit und Komponenten. Man sieht an der Liste, den habe ich jetzt nicht großartig ausgerüstet. Das ist einfach nur, womit ich damals angefangen habe, einfach grün, gelb, weiß, den zu benutzen. Der Storm ist die einzige Klasse, welche eine extrem lange Zeit schweben kann. Das muss er auch, weil nämlich dann sein Energieschild deutlich verstärkt wird und kann auch mit einigen Fähigkeiten aus Komponenten oder den Spezialfähigkeiten meisterhafter oder legendärer Waffen, vor allem Präzisionsgewehre und Scharfschützengewehre, doch im Schwebemodus extremen Schaden verursachen, wenn man ihn beispielsweise als Sniper konzipieren möchte. Der Storm ist die zweitlangsamste Klasse, das ist aber auch nicht so tragisch, da sein Schild, wenn man es auch ein bisschen durch Ausrüstung boostet, das ganz gut einfangen kann. Außerdem hat er sehr viele Eiseffekte und kann damit Gegner einfrieren, wodurch er dann gar keinen Gegenwehr mehr kommt, sodass es gar nicht so nötig ist, ihn agil zu halten. Es ist eine relativ beliebte Klasse, ich persönlich komme da nicht allzu gut mit klar, aber ich habe ihn auch nicht so lange gespielt. Werde ich dann später noch die Ausrüstungs-Challenges machen. Danach stelle ich vor den Kolossus. Wie der Name das schon andeutet, ist das die schwerste, langsamste und widerstandsfähigste Klasse. Der Kolossus hat kein Energieschild wie die anderen Klassen, sondern stattdessen an seinem linken Arm ein ausfahrbares, weiteres physisches Schild, welches er auch im Nahkampf nutzen kann. Es ist tatsächlich auch durch Ausrüstung so gedacht, dass man quasi mit vorgehaltenem Schild durch Gegnergruppen warten kann, einfach durchsprintet, teilweise sogar massiven Schaden anrichtet und dann vor allem die kleineren Gegner einfach wegputzt. Der Kolossus besticht auch durch seine Artillerie. Der hier ist gerade mit Flammenwerfer und einer Schockspule hinten am Rücken ausgerüstet. Man sieht hier auch auf Hüfthöhe die ausfahrbare Megakanone für die Ultimates. Da komme ich später zu. Der Kolossus ist meine Lieblingsklasse, spiele ich sehr gerne. Hat einen sehr schönen Nahkampfangriff, mit dem er einfach auf den Boden smasht und alles in seiner Umgebung erwischt. Das ist zwar mit der Schockspule, die ebenfalls in seiner Umgebung Schaden verursacht, ein wunderbarer Kombo, spiele ich sehr gerne.
Der kann also nicht nur im Fernkampf, sondern auch im Nahkampf austeilen. Sehr bestechend auch, er kann das Schlachtfeld in Brand setzen mit Flammenwerfer und einem Flammenwandmörser. Empfiehlt sich vor allem in den niedrigen Leveln, wenn man noch im normalen Missionsfluss ist und das Spiel erstmal durchspielt. Hab auf jeden Fall viel Spaß daran gehabt. Allerdings muss er natürlich auch damit klarkommen, dass er langsam ist. Und muss auch mit den Komponenten gut aufpassen, dass man idealerweise Rüstungsboni mitnimmt, um auch lange noch durchzuhalten. Die letzte Klasse, die es derzeit gibt, ist der Ranger. Und das ist der Allrounder. Er hat quasi alles, was man sich so wünschen könnte. Er ist im Fernkampf ausgelegt, kann aber auch im Nahkampf einiges leisten. Es gibt Komponenten für so ziemlich alle Möglichkeiten zu verstärken. Der Nahkampf für ihn gleich ist mit Blitzeffekten, das ist ganz gut gegen Schilde. Das kann man verstärken, wenn man möchte. Man kann allerdings auch versuchen, das ist mein Lieblingsbild, den habe ich mir auch aus dem Internet gezogen, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mich da informiert. Man kann sein Ultimate unglaublich beschleunigen und dann ihn als Raketenabschussrampe verwenden, was hier sehr lustig ist, weil man kann entweder bis zu 12 Gegner anvisieren oder halt alle 12 Raketen auf ein Ziel, was dann natürlich massiven Schaden für Bosse oder dergleichen bedeutet. Macht mir persönlich auch viel Spaß, ist recht flink und fix. Ist deshalb auch als Anfängerklasse das erste, was man hat. Allerdings muss man nicht sehr lange als Ranger spielen. Man kann sehr, sehr früh sich auf eine andere Klasse festlegen. Verliert dann allerdings die Möglichkeit, diesen Javelin zu spielen. Es dauert allerdings nicht lange, bis man den zweiten freischaltet. Wir werden jetzt einfach mal pro forma uns eine andere Ranger-Zusammenstellung von mir anschauen. Und zwar meinen sogenannten Spec Ops. Hier hat man auch schön gesehen, dass er ein komplett anderes Rüstungsset verwendet. Das habe ich mir mal geleistet für Ingame-Währung. Und die Farbgebung habe ich mir abgeguckt aus der Ace Combat-Serie. Vielleicht kennt das jemand. Es gab dort die unter Yellow Squadron. Die waren hauptsächlich in einem Grauton-Flecktarn mit einigen Gelb-Applikationen. Da ich Fan der Serie bin, habe ich mir das für den hier einfach mal übernommen. So, jetzt gehen wir mal hin. Wir haben hier beispielsweise als Waffen ein Sturmgewehr und ein leichtes Maschinengewehr, welches ich hauptsächlich deswegen benutze, weil es 90% extra Schild und 65% maximale Rüstung gibt. Das ist natürlich eine Hausnummer, damit hält man lange durch. Das Gewehr selber hier hat tatsächlich einen Bonus von nochmal 150% extra Waffenschaden und kann auf einer kleineren Trefferserie Ziel in Brand setzen. Das ist natürlich nicht schlecht. Es gibt insgesamt mehrere Waffenklassen. Gehen einfach mal durch die Typen. Es gibt einen schweren Pistolen. Das ist im Grunde selbsterklärend. Die können nicht ausgewählt werden vom Kolossus. Das ist ganz wichtig. Die Reihenfeuerpistolen sind quasi Schnellfeuerpistolen. Auch die können vom Kolossus nicht getragen werden. Wir haben Schrotflinten. Das war abzusehen. Wir haben Sturmgewehre. Präzisionsgewehre, leichte Maschinengewehre, Scharfschützengewehre und damit hätten wir alle Klassen für den hier. Was es noch gibt, sind es große Automatikkanonen, die nur der Kolossus nutzen kann. Daher sind die hier nicht aufgelistet. Ich gehe jetzt einfach mal zu den Scharfschützengewehren als Beispiel. Man hat immer drei verschiedene. Ich habe natürlich jetzt schon das Glück, legendäre und meisterhafte Varianten zu haben. Wir hätten hier beispielsweise die legendäre Version des Belagerungsbechers. Ist ein und das verbessertes Wirbelwind, also die vorigen Stufen bis episch, da ist das Gewehr Wirbelwind. Eine Kombination aus Sturm- und Scharfschützengewehr kann also tatsächlich im Snipe-Modus mehrere Schüsse hintereinander abgeben, ist auch vollautomatisch. Und diese Version friert sogar auf einer Trefferserie das Ziel ein. Das nächste ist ein Verheerergewehr. Hier die verbesserte Version Wahrheit von Tarsis. Munition explodiert bei Kontakt. Und wir wissen, das Spiel ist von BioWare und im allerersten Mass Effect Spiel von BioWare konnte man sein Sniper Rifle auch mit Brandmunition ausstatten und auf die Art und Weise eine Art Raketenwerfer mit Sniper Rifle Fähigkeit bzw. Aspekten kreieren. Was ganz lustig war, da es in dem Spiel keinen Raketenwerfer gab. Ich bin mir nicht sicher, ob das beabsichtigt war, aber ich glaube, das ist mehr oder minder eine Hommage an die Möglichkeit aus Mass Effect 1,
ein Sniper Rifle mit Explosionsmöglichkeiten zu erschaffen. Nachteil von dem hier ist aber extrem wenig Munition und man muss jeden Schuss einzeln nachladen. Das muss man sich gut überlegen. Und dann das klassische Sniper Rifle, das neue Todesauge hier, die verbesserte Version namens Wyvern Blitz. Verlässliches, ausgewogenes Gewehr für Fernangriffe, macht genau das, was man von einem Scharfschützengewehr erwarten würde. Reinzoomen, feuern, Treffer, idealerweise Headshot. Und so ähnlich sind die einzelnen Waffenklassen in Fähigkeiten unterteilt. Beispielsweise das Sturmgewehr Göttliche Rache feuert vierfache Feuerstöße ab. Dann, was ich allerdings bevorzuge, wie gesagt, das Reiners Feuersturm. Ganz einfaches Sturmgewehr ohne großes Plimplampam. Dann gibt es noch das der neunte Verfechter hier als tobende Elemente. Meisterhafte Version ist auch ein ganz normales Sturmgewehr. Hat aber anderes Schussverhalten, wie beispielsweise der Hammerkopf. Und so kann man sich seinem Spielstil anpassen. Wobei ich sagen muss, dass mit der Endgame-Gear, mit den Sonderfähigkeiten, wie beispielsweise hier Trefferserie, das Ziel wird in Brand gesetzt, oder hier Furor des Veteranen, Treffer von Elite-Gegnern erhöhen 10 Sekunden lang alle Elementarschäden um 5%. Das ist beispielsweise sehr gut für den Storm, der ja mit Elementen sehr viel arbeitet. So kann man entsprechend dann statt des Verhaltens der Waffe, beispielsweise Schussfrequenz oder Genauigkeit, halt auf die Fähigkeiten gehen und damit seine Builds zusammenbasteln. So, ich bleibe jetzt bei der Standardvariante, wie ich es mir hier aufgebaut habe. Tatsächlich denke ich mal, ist das auch eine sehr gute Klasse, um mal ins Spiel zu gehen und eine eigentliche Gameplay-Demo jetzt anzufangen. Auch der Einstieg ist hier voll animiert. Man muss trotz aller Probleme, die Anthem hat, sagen, es wurde da einiges an Arbeit reingesteckt, zumindest was das Visuelle angeht. So, dann sind wir im Menü. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Unter Missionen, die ändern sich im Endgame nicht mehr. Es gibt sonst legendäre Missionen, die sind hier lila markiert. Die sind deutlich schwieriger, allerdings mit einem guten Bild kommt man da trotzdem gut durch. Die kleinen Versionen davon hier gelb, die sind unbegrenzt möglich. Von den legendären Versionen kann man die drei jeweils, hier oben ist auch noch einer, den anderen habe ich gestern schon gemacht. Reset ist erst so gegen 14, 15 Uhr. Die kann man nur einmal pro Tag machen, weil man auch definitiv einen meisterhaften Drop bekommt, damit das mit dem Farmen nicht zu viel wird. Dann gibt es noch Festungen, das kennt man vielleicht als Instanzen aus anderen Spielen. Inzwischen gibt es vier Stück, eine wurde dazu hinzugefügt durch ein Update. Auch immer mit einem entsprechenden Boss am Ende. Hat eigentlich eine größere Droprate, ist allerdings vor allem dadurch beliebt, weil in einer von diesen Festungen relativ viele Gegner kommen mit einer an sich schon hohen Droprate. So, legendäre Missionen, jeden Tag eine andere. Dort kann man Missionen aus dem Hauptspiel, aus der Story, nochmal neu spielen. Auch diesmal als legendäre Version mit stärkeren und mehr Gegnern. Ist aber im Endgame, wenn man sich ein entsprechendes Bild gebaut hat, auch problemlos möglich. Man kann Schnelleinstiege machen für Missionen oder Festungen und einfach irgendwo sich reinschmeißen lassen, wo eine Gruppe noch nicht vollständig ist, weil bei vier Leuten ist man vollständig, und einfach mitmachen. Und dann ein freies Spiel. Es gibt auf der Karte, das Fort Tarsis wäre hier, auf diesem Plateau, verschiedene Punkte, wo man das freie Spiel betreten kann, um sich die Wege ein bisschen zu kürzen. Wir nehmen direkt das Tor von Fort Tarsis. Hier könnte man sich eine Gruppe zusammenbauen. Und hier gibt es eine nette Sache namens Verbrauchsobjekte. Die gibt es auch, je nachdem man sie freischaltet, in selten, ungewöhnlich selten und episch. Hier kann man, indem man Ressourcen ausgibt, beispielsweise hier mit dem Leichtmaschinengewehr-Siegel für die Dauer der Expedition, deswegen der Verbrauchsgegenstand, bis zu 30% größeren Schaden und 30% extra Reservemunition sich mitnehmen. Wir brauchen aber jetzt hier nichts davon. Ich will auch gar nicht so großartig angeben. Bis zu drei Sachen kann man mitnehmen.
Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Leicht, normal, schwer. Und sobald man Level 30 mit seinem Piloten-Charakter freigeschaltet hat, bekommt man die Möglichkeit für Großmeister 1, 2 und 3. Und 1 ist noch gut machbar, 2 ist eine Menge Arbeit, 3 ist echt die Hölle. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Lustig auch, wenn man schwer spielt, droppen auch nur einige gewisse Waffen auf Meisterhaft. Und ich denke, es war so gedacht, dass wenn man 2 Stück hat, man sich dann an Großmeister 1 versucht und dort gibt es dann theoretisch alle Drops auch auf Legendär. So, wir beginnen jetzt einfach mal das freie Spiel und ich werde das Video hier beenden, auch um die Ladezeiten zu überspringen und wir sehen uns dann im zweiten Teil, dem eigentlichen Gameplay-Video. Dankeschön.